Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um 10 Lebensmittel bzw. Futterbestandteile, die nicht für Kaninchen geeignet sind und die teilweise auch gesundheitsschädigend sind. Leider bekommen viele Kaninchen immer noch ungeeignetes Futter zum Fressen. Es ist zwar im Vergleich zu den letzten Jahren schon deutlich besser geworden, trotzdem werden immer noch viel zu viele Kaninchen falsch ernährt. Im Geschäft gibt es auch so viele verschiedene Produkte für Kaninchen zu kaufen, die teilweise ziemlich ungesund und gesundheitsschädigend sind. Und nur weil es den Kaninchen schmeckt oder sie es fressen, heißt es auch nicht automatisch, dass es auch gesund für sie ist. Ich kann euch den Tipp an die Hand geben, schaut einfach mal, bevor ihr was für die Kaninchen kauft, auf die Zusammensetzung des Produkts und schaut nach, ob da wirklich nur Sachen drin sind, die Kaninchen fressen dürfen und die auch gesund für Kaninchen sind. Das erste, was in der Zusammensetzung genannt wird, ist am meisten im Produkt enthalten und das letzte am wenigsten. Also da könnt ihr auch mal ein bisschen so gucken, wie viel von jedem drin ist. Also genau weiß man es ja eh nicht, aber so ungefähr. Dann starten wir gleich mal mit Milch- und Molkereierzeugnisse. Kaninchen sind Rohveganer, das bedeutet, sie fressen keine tierischen Produkte und sollten auch nichts bekommen, was über 40 Grad erhitzt wurde. Da Milch von einer Kuh kommt, ist Milch somit tierisch. Und deswegen hat Milch, Joghurt, Quark und so weiter auch nichts in der Kaninchenernährung zu suchen. Woher sollten Kaninchen in der Natur Milch herbekommen, außer von ihrer Mutter als Baby? Richtig, nirgendwo. Und ein Beispiel für Milch- und Molkereierzeugnisse sind hier diese Lagertrops, oft auch Joghurttrops genannt. Und ja, die sind auf jeden Fall schlecht. Dann kommen wir zum zweiten, und zwar Getreide. Getreide ist ein sehr energiereiches Futter und kann in kleinen Mengen gegeben werden. Allerdings sollte es dann in ganzen Ähren und wenn möglich im grünen Zustand gefüttert werden, um einfach Verdauungsprobleme zu verhindern. Weizen, Roggen, aber auch Reis werden von den Kaninchen sehr schlecht vertragen, daher sollte hiervon einfach abgesehen werden. Und Hafer ist von allen Getreidesorten am besten verträglich. Da das Getreide aber meistens in einzelnen Körnern im Futter zu finden ist, sollte man hierbei auf Getreide verzichten. Wenn auf einer Verpackung Getreide genannt ist, ist das eher schlecht. Es kann sich hier nämlich um jede Sorte von Getreide handeln, Roggen, Weizen, Gerste, Dinkel, man weiß es nicht. Ich habe auch noch Trockenfutter zu Hause, das ich mal geschenkt bekommen habe. Ich habe das für Videos aufgehoben, aber ich verfütter das Ganze nicht, also keine Sorge. Und das habe ich mal durchgecheckt und musste feststellen, dass dort der schlecht verträgliche Weizen enthalten ist, also ab in den Müll damit. Drittens, Brot. Brot gehört ebenso nicht in die Kaninchenernährung. Brot ist für Kaninchen schwer verdaulich und dient auch nicht dem Zahnabrieb, wie oft fälschlicherweise geglaubt wird. Brot wird durch den Speichel sehr schnell weich und ist dann nur noch ein weicher Nahrungsbrei. Hier werden also keine Zähne abgenutzt. Zudem wird Brot über 40 Grad gebacken und enthält Salz, Zucker, Getreide, Backpulver, Hefe und vieles mehr. All das ist für Kaninchen schädlich. Um die Zähne richtig abzureiben, eignet sich rohfaserreiches Futter wie Heu oder Grünfutter. Viertens, Bäckereierzeugnisse. Bäckereierzeugnisse können alle möglichen Nebenerzeugnisse der Backwarenproduktion sein, zum Beispiel Teigreste, Brot, Kuchen oder zum Beispiel auch Nudeln. Bäckereierzeugnisse ist ein Sammelbegriff und man weiß nicht, um welche Zutaten es sich hier genau handelt. In der Regel haben diese auch einen sehr hohen Zuckeranteil und werden als günstige Füllstoffe benutzt. Honig. Honig ist wie Milch ein tierisches Produkt und ebenfalls ungeeignet für Kaninchen. Honig dient oft als Bindemittel, zum Beispiel in den Knabberstangen. Und falls du Honig auf der Verpackung liest, weg damit. Auch Zucker oder Glucose haben nichts im Kaninchenfutter zu suchen. Der einzige Zucker, den Kaninchen zu sich nehmen dürfen, ist der natürliche Fruchtzucker, der im Obst enthalten ist. Aber auch hier gilt nicht zu viel davon. Siebtens, pflanzliche Nebenerzeugnisse. Pflanzliche Nebenerzeugnisse sind Bestandteile, die bei der Bearbeitung von Pflanzen oder Pflanzenteilen entstehen. Im Klartext ist das nichts anderes als pflanzliche Abfallstoffe aus der Industrie. Auch hier ist nicht klar, was genau im Futter enthalten ist. Das können zum Beispiel Nussschalen, Baumwolle, Bananen oder Kartoffelschalen, Stroh und vieles mehr sein. Das hört sich alles nicht sehr appetitlich an. Pellets und Extrudate. Pellets und alle anderen gepressten Futtermittel sind richtig schädlich und gesundheitsgefährdend. Sie enthalten pflanzliche Nebenerzeugnisse, Farbstoffe, künstliche Aromen und vieles mehr.
Sie quellen den Magen extrem auf und stören die empfindliche Verdauung von Kaninchen. Zudem führen sie zu zahlreichen Erkrankungen, die oft aber erst später als Folge der Pellets und Co. auftreten. Lasst einfach die Pellets und Co. weg, es gibt so viele gesunde Nahrungsmittel für Kaninchen. Am besten ist einfach frische Wiese füttern und das schmeckt den Kaninchen auch viel, viel besser. 9. Fette und Öle. Auch bei Fetten und Ölen, die bei der Zusammensetzung angegeben sind, sollte man vorsichtig sein. Auch hier ist nämlich nicht klar, um welche Fette und Öle es sich handelt. Diese können pflanzlichen, aber auch tierischen Ursprungs sein. Also hier ist auch Vorsicht geboten. Pflanzliche Öle an sich dürfen die Kaninchen bekommen. Zum Beispiel gebe ich meinen Kaninchen im Fellwechsel ein wenig Kokosöl. Und dann komme ich auch schon zum letzten, und zwar Farbstoffe. Auch Farbstoffe haben nichts im Kaninchenfutter zu suchen. Farbstoffe sind zum Beispiel in den bunten Ringen enthalten. Falls du also irgendeinen der genannten Bestandteile auf deiner Futterpackung entdeckst, ab in den Müll damit oder einfach im Supermarkt stehen lassen. Die Natur bietet so viele gesunde Alternativen zu dem industriell hergestellten Futter und auch alle Vitamine oder lebenswichtige Nährstoffe bietet die Natur ausreichend an. Also bitte verfüttert einfach nicht die Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, weil die einfach den Kaninchen schaden. Und ja, somit war es jetzt auch von mir mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ihr konntet da auch was lernen. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen.